Ja, und weiter geht's. Lass mich noch mal kurz was angucken. Alles klar. Nun gut, dann gehen wir mal weiter. 9. Februar, Tor zum inneren Tempel. Allmählich ergründe ich diesen Fall. Iris wird diese Schlösser bestimmt knacken. Also sollte ich mir Hinweise sammeln. Von Schwester Bikini, Edgeworth und Gumshoe. Und von Pearls. Pearls ist ein gutes Stichwort. Weil als nächstes wollen wir mal mit der lieben Pearl sprechen. 9. Februar, Dämmerbrücke. Schon seltsam, dass auf einmal niemand mehr hier ist. Ganz schön still hier oben in den Bergen, wenn man ganz alleine ist. Tja, was soll's. Ich sollte mir diese Hütte ansehen, zu der dieser Pfad führt. Vielleicht treffe ich ja dort Larry beim Schmollen. Nicht nur Larry, mein Guter. Nicht nur Larry. 9. Februar, Halle des Himmels. Pearls! Was machst du denn hier? Nichts. Was ist mit der mystischen Maya? Ist sie wohl auf? Nun, das wissen wir noch nicht. Verstehe. Hey, was hast du denn hier verloren, Nick? Larry! Das ist die Hütte der Verlierer, wo sich Verlierer treffen, um sich zu verlieren. Das ist die... Was? Hey, das Versagen des anderen tröstet uns gegenseitig, okay? Hast du ein Problem damit? Sehen Sie, Herr Nick, Herr Loris hat mich gemalt. Das ist, Toy Pearls. Wir werden jetzt Feuerholz sammeln. Wir werden einige halb vergrottete Kartoffeln auf dem Lagerfeuer garen. Geh uns bloß aus dem Weg! Unfassbar, wenn er sich nur einmal mit diesem Eifer um seine Zukunft kümmern würde. Keiner glaubt mir noch ein einziges Wort, das ich sage. Hör mir zu, Pearl! Du sollst so einem Kerl nicht trauen. Der wird dich nur im Stich lassen. Mystische Maya. Ignorieren wir Larry einfach und wollen wir lieber mit Pearl sprechen. Larry, möchtest du mir etwas zu diesem Bild sagen? Hey, ich hab dir nichts zu sagen, Nick. Ich lebe jetzt hier mit Pearl. Zwei Verlierer, die ewig Kartoffeln kochen. Was soll ich bloß mit ihm machen? Na schön. Was hältst du von diesem Bild, Pearls? Ich meine, es ist richtig gut gezeichnet. Ich kann überhaupt nicht zeichnen, deswegen finde ich es echt erstaunlich. Siehst du? Jemand weiß es zu schätzen. Die Flammen muss man erstmal so hinbekommen. Es soll Schwester Iris sein, die durch die Luft fliegt, stimmt's? Ich liebe es. Es ist wie ein Traum. Eine wunderbare Fantasie. Nein, 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 das war kein Traum. Sie ist wirklich geflogen. Ich sag dir, Iris ist an jedem Abend wirklich geflogen. Aber Herr Loris. Nicht du auch. Sieh mich bitte nicht so an, Pearl. Sieh mich nicht so an, als hätte ich irgend so einen Irrer. Ich flehe dich an. Ich denke, dieses Bild stellt wirklich das dar, was Larry glaubt, gesehen zu haben. Na schön, ich habe noch fast geschlafen, als ich an jenem Abend hier war. Aber nachdem der Blitz eingeschlagen hatte, war ich hellwach. Und ich weiß, was ich gesehen habe. Es war genau so, wie ich es auf dem Bild gemalt habe. Und das sieht aus, als müsste ich dieses Bild für bare Münze nehmen. Hey, was soll dieser zweifelnde Ausdruck in deinem Gesicht? Ach, halt aber, halt aber, halt's Maul! Pearls? Ja, Herr Nick? Ich möchte dich mal zu dem Abend des Mordes befragen. Wo warst du und was genau hast du gemacht, als das alles passiert ist? Ich war nur... Nun, ich bin nur noch ein Kind. Ich bin mir sicher, dass es nichts zur Sache tut, was ich gemacht habe, oder Herr Nick? Tut mir leid, Pearls, aber das ist schon von Bedeutung. Am Abend des Mordes solltest du doch auf Frau Dunims Zimmer sein und mit ihr ein Buch lesen. Aber Frau Dunim wurde ermordet und du, Pearls, warst beim inneren Tempel. Was genau ist denn nun an jedem Abend passiert, Pearls? Tut mir echt leid, Nick.
Aber wir kriegen eine Psychoblockade vorgeworfen. Eine fünffache. Ich war ein böses Mädchen. Ich weiß, dass ich bestraft werde. Was redest du denn da, Pearls? Meine spirituellen Kräfte. Sie sind verschwunden. Was? Ihre Kräfte sind verschwunden? Das kann nicht sein. Was meinst du damit, deine Kräfte sind verschwunden, Pearls? Für mich ist alles aus. Ein Medium, das keine Geister beschwören kann, ist wie ein Maler, der nicht malen kann. Hey, warum guckst du mich dabei so an? Pearls, hast du versucht, hier am Hasakura-Tempel einen Geist zu beschwören? Hast du es versucht, aber nicht geschafft? Gut gemacht, Nick. Du hast sie zum Weinen gebracht. Das war richtig gemein von dir. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Ich muss ihre psychische Blockade lösen, um an die Wahrheit heranzukommen. Ach bitte, Pearl, hör auf zu weinen. Naja, wir können aber jetzt nichts weiter tun. Wir können ihre Blockade noch nicht lösen. Stattdessen gehen wir nochmal zum Tempel. 9. Februar, Hasakura-Tempel, Haupttor. Ob Schwester Bikini wohl schon zur Haupthalle zurückgegangen ist? Und Gamshu habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Vielleicht trinken sie ja irgendwo zusammen eine Tasse Tee. Ich wette, Gamshu ist genau Schwester Bikinis Typ. Nicht wirklich. Sie steht mehr auf Edgeworth. Mal wieder. Ah, da ist die gute, ja. 9. Februar, Hasakura-Tempel, Haupthalle. Nun, wie ist der Schaden? Wie steht es um das heilige Gewölbe? Es hat es wohl überstanden. Aber wir haben jetzt ein größeres Problem. Ich habe Schwester Bikini alles darüber erzählt. Über die 5 Schlösser, die verhindert haben, dass wir ins heilige Gewölbe kommen. Aber wer hätte das tun können? Nur die Leute der Kuraina-Tradition wissen, wie man die Trickschlösser einstellt. Iris ist jetzt beim heiligen Gewölbe und versucht, sie für uns zu öffnen. Ach ja, da ist etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, Schwester Bikini. Oh ja, wir hatten ja miteinander geplaudert, nicht wahr? Ja, Sie erzählten mir, wie die Meisterin von Kurain vor 17 Jahren verschwunden ist. Ich möchte wissen, warum Misty Fay plötzlich bei diesem Tempel aufgetaucht ist. Vor etwa einer Woche kam die mystische Elise, also die mystische Misty, hier an. Sie zeigte mir das Talisman, der belegt, dass sie die Meisterin war, und sagte: Jemand versucht, die Hauptfamilie der Kuraina Tradition zu zerstören. Ich bin hier, um das zu verhindern. Jemand hat versucht, die Hauptfamilie zu zerstören? Und schon wieder diese Geschichte mit dem Haupt- und Zweigfamilie von unter den Fays. Es gibt immer nur eine Erbin des Titels Meisterin. Für gewöhnlich ist es die Älteste. Das Kind wird die neue Meisterin von Kurain und ihre Töchter sind die Hauptfamilie. Alle anderen Medien werden Zweigfamilienmitglieder, die den Clan nicht führen können. Deswegen hat sich in der gesamten Geschichte des Clans nie etwas geändert. Zweigfamilien konspirieren immer, um die Mitglieder der Hauptfamilie zu töten. Ist die Macht der Meisterin dieses Blutvergießen wert? Überhaupt nicht. Das ist einfach nur kranker Schwachsinn. Du glaubst doch an die Technik, oder, Phoenix? Du weißt, es gibt die Kraft. Ja, das weiß ich. Vor 2 Jahren habe ich Maya kennengelernt. Seither konnte ich oftmals sehen, wie sie die Geister der Toten beschworen hat. Beim Fall von Masked Mask und auch beim Prozess gegen Maggie Bird. Dank Maya steht mir immer bereit, um mir zu helfen, wenn ich sie brauche. Die Kuraina-Technik macht einen großen Unterschied für die Welt, weißt du? Die Fähigkeit, mit den Toten zu kommunizieren, das ist echte psychische Kraft.
Mitglieder der Tradition waren schon immer da und standen hinter jedem wichtigen Führer. Wer würde solche enormen Fähigkeiten nicht noch hochachten? Das mag sein, aber mit all dieser Macht und diesem Einfluss hätte ich mehr Reichtum erwartet. Behauptest du etwa, wir wären arm, Phoenix? Hohoho, du bist ganz schön direkt. Die Leute glauben nicht mehr daran, verstehst du? Alles wegen eines kleinen Fehlers. Ein Fehler? Was für ein Fehler? Das war vor 17 Jahren. Damals ist alles zusammengebrochen. Nur wegen dieses Vorfalls. Diesem Vorfall? Meint sie das, woran ich gerade denken muss? Falls du daran interessiert bist, die Akte dürfte es noch geben. Sicher aufbewahrt. Es wurde damit als Fall DL6 bezeichnet. So heißt die Akte. Der Fall DL6? Hä? Natürlich kennen wir ihn ja. Den haben wir im ersten Spiel erfolgreich gelöst. Der Fall DL6, den kenne ich gut. Ich habe vor 2 Jahren einen Fall gehabt, der damit zu tun hatte. Oh, stimmt ja. Du warst damals der Verteidiger. Ein Mord, der vor 17 Jahren verübt wurde. Das war das erste Mal, dass die Polizei in diesem Land ein Medium um Hilfe bat. Der Geist des Opfers sollte beschworen werden, um den Namen des Mörders zu nennen. Und das Medium, das den Geist beschworen hat, war Misty Fay, Mayas Mutter. Die Beschwörung der mystischen Misty brachte den Namen eines bestimmten Mannes an den Tag. Mit diesem Beweis in der Hand sahen sich die Ermittler angespornt, tätig zu werden. Doch jener Mann, er wurde für unschuldig erklärt, nicht wahr? Das stimmt, das wurde er. Und der Fall blieb ein Rätsel. Anders ausgedrückt, wir haben versagt. Das war der erste Fall, an dem die Kurina-Tradition je offiziell beteiligt war. Es war in allen Medien. Die Öffentlichkeit, die Justiz, die Kurina-Bürger. Alle verurteilten sie. Alle sagten, die Kräfte der mystischen Misty seien Betrug. Und dann ist sie einfach verschwunden und alle hielten sie für eine Schwindlerin. Aber ich kenne die Wahrheit. Misty Fays Beschwörung war überhaupt kein Schwindel. Natürlich nicht. Und da du die Wahrheit enthüllt hast, gelingt uns endlich unser Comeback. Nach all den Jahren erholt sich die Kurina-Tradition endlich wieder, aber mit einer neuen Meisterin, die die Macht des Clans ausübt. Meint sie etwa Maya? Naja, in diesem Fall bleibt auch nur Maya. Die spirituellen Kräfte der Kurina-Beschwörungstechnik liegen im Blut. Maya hat mir das auch schon einmal erzählt. Wir, die Frauen der A-Familie, waren schon seit jeher Medien. Wann uns die Kraft mit den Geistern zu kommunizieren praktisch durchströmt. Laut Maya können nur die Frauen in der Familie diese Kraft erben. Die Blutlinie der Hauptfamilie reicht direkt zur mystischen Amy zurück. Aber in der neuen Generation wird nur eine Tochter die neue Meisterin. Und die anderen werden zur Zweigfamilie, stimmt's? Genau. Und das ist immer die Ursache für Tragödien. Wissen Sie, Maya hatte auch eine Schwester. Eine ältere Schwester namens Mia. Ach ja, von der habe ich gehört. Was? Sie wissen etwas über Mia? Na klar. Sie wurde Anwältin, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter passiert ist. Und hat dabei ihr Leben verloren. Weißt du, was die mystische Mia gesagt haben soll? Sie sagte, sie sei nicht nur wegen ihrer Mutter Anwältin geworden. Sie wollte auch nicht mit ihrer Schwester um die Führung der Tradition kämpfen. Wirklich? Als sie aufwuchs, hatte sie gesehen, was ihrer Mutter Misty passiert ist. Die mystische Mia war es leid, die Rivalität ihrer Mutter und ihrer Tante anzusehen. Stimmt ja, Misty Fay hatte ja auch eine ältere Schwester. Und da Misty überlegene Kräfte besaß, nahm sie den Platz der Meisterin ein. Wie du wissen dürftest, sind die mystische Morgan und die mystische Misty Schwestern. Morgan? Den Namen kenne ich nur zu gut. Das war vor einem Jahr in Mayas Heimatdorf Kurain.
Sie hat etwas Schreckliches getan, nur damit ihre Tochter die nächste Meisterin wird. Wenn du schon über die Tochter der mystischen Morgan Bescheid weißt, dann wirst du auch erkannt haben, dass Iris... Hä? Iris? Was hat denn Iris mit all dem zu tun? Dass Iris die Tochter der mystischen Morgan ist. Was soll Iris sein? Will sie mich veräppeln? Iris soll die Tochter von Morgan Fay sein? Seriously? Soll das heißen, Pearl hat eine Schwester? Wait! What? Haben Sie gerade gesagt, dass Iris die Tochter von Morgan Fay ist? Ups, ich dachte, das wüsstest du schon. Es klang so, als hättest du schon eine der Töchter der mystischen Morgan getroffen. Das habe ich. Ich kenne sie sogar sehr gut. Ach. Ja, Pearls. Pearl Fay. Aber ich hatte immer geglaubt, sie sei ein Einzelkind. Du machst Witze! Dieses Kind ist die Tochter der mystischen Morgan! Ich hatte keine Ahnung. Die mystische Morgan. Aber sie sitzt doch jetzt im Gefängnis, oder nicht? Ja, seit sie im letzten Jahr als Mittäterin in einen Mordfall überführt wurde. Das alles geschah, um Pearls als nächste Meisterin zu etablieren. Intrigante Kuh! Verstehe, dann lag ich die ganze Zeit falsch. Die mystische Morgan hatte also 3 Töchter, nicht 2. Hä? Drei? Jetzt sind's auf einmal 3? Hä? Moment, das ist jetzt zu viel. Zuerst Pearl. Dann haben wir jetzt gerade rausgefunden, dass Iris auch Morgans Tochter ist. Und jetzt sagt sie uns, dass es noch ein drittes Kind gibt? Also für diejenigen, die das Spiel zum ersten Mal sehen, das ist ganz schön viel. Ja, Iris, deren Zwillingsschwester und die mystische Pearl. Gutes Stichwort, Zwillingsschwester! Ha! Jetzt wissen wir was ganz Entscheidendes. Was? Zwillingsschwester? Ach, wusstest du das nicht? Das alles ist vor 20 Jahren passiert. Nachdem ihre Schwester die Clanführung übernommen hatte, bröckelte Morgans Leben. Wenige Jahre später war der Ruf von Corain so schwer angekratzt wie nie zuvor. Als der Gatte der mystischen Morgan sah, dass sie nie Meisterin werden würde, hatte er sie verlassen und die Zwillingstöchter mitgenommen. Wie furchtbar! Er war Juwelier, weißt du? Schließlich hat er wieder geheiratet und da geschah es. Er beschloss, alle seine Töchter zu uns in den Tempel zu schicken. Das war Iris, verstehst du? Unfassbar! Wenn Iris eine Zwillingsschwester hat... Könnte es sein? Könnten Sie mir vielleicht noch etwas sagen, Schwester Bikini? Wie lautete der Name von Iris Schwester? Tut mir leid, Phoenix. Der fällt mir nicht mehr ein. Ich weiß nur noch, dass Ihr Vater Juwelier war. Nun, das ist immerhin ein Hinweis. Ein Juwelier. Vielen Dank. Sie haben mir geholfen, eine Menge Details zu klären. Pearls hatte 2 ältere Schwestern. Ja, das stimmt. Alles geschah, weil die mystische Morgan Hass gegen die Hauptfamilie hegte. Hass? Was meinen Sie damit? Ihr Ehemann, ein Juwelier, hat ihr die Zwillingstöchter weggenommen. Aber auch das konnte ihren Traum, eines Tages den Clan zu führen, nicht zerstören. Aus diesem Grund bekam sie Pearls. Der Vorfall hier war wohl ein Ergebnis des Hasses, den die mystische Morgan hegt. Er konnte aus dem Gefängnis entweichen, in dem sie selbst gefangen ist. Iris hat also eine Zwillingsschwester. Jetzt wird es spannend. Aber diese Information ist nutzlos, wenn ich nichts Konkretes finde.
Ich muss noch mehr Fragen stellen, um weitere Infos zu bekommen. Aber fürs Erste sind wir fertig mit Bikini. Und sie hat uns wirklich sehr, sehr geholfen. 9. Februar, Hasakura-Tempel, Innenhof. Klingt so, als hätte jemand seinen Spaß. Welche Melodie wird da gesummt? Kein Motiv, kein Mord. Sing mit kein Motiv, kein Mord. Ich weiß noch, wie wir gesucht haben im Corinna-Beschwörungsraum. Ich liebe meinen Job. Ach, wen kümmert schon, wenn die Hinweise, die ich finde, nichts taugen? Warum geht es bei den Ermittlungen doch gar nicht? Der Ermittler ermittelt, weil er das Ermitteln liebt. Das ist pure Leidenschaft. Gute Fälle haben wir verloren auf unserem Weg. Ich hätte nie vermutet, dass Gumshoe auf Reggae steht. Jeder Fall wird luftig sein. Hey, Junge! Hä? Wen meinen Sie? Mich? Wie lange bist du schon hier? Bin gerade erst gekommen. Oh, okay. Was machen Sie denn gerade, Inspektor? Ich ermittle, Junge. Ich habe Herrn Edgeworth etwas versprochen. Ich habe ihm versprochen, die wahre Mordwaffe zu finden. Die wahre Mordwaffe? Jenes zackige Schwert hat sich als falsche Spur erwiesen, richtig? Ich gebe ihr wirklich mein Bestes, aber bis jetzt habe ich keinen Hinweis entdeckt. Ich habe nur dieses seltsame Papierfetzen gefunden. Sieht aus wie eine Art Brief. Der scheint aber nichts mit dem Fall zu tun zu haben. Ein Brief? Interesting. Naja, bevor wir weitermachen, kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.